Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Wie im Hands-On schon angekündigt, bin ich dank Sparhandy sehr, sehr schnell an zwei original verpackte Samsung Galaxy S9 und S9 Plus rangekommen. Und die wollen wir jetzt heute zusammen auspacken und nochmal kurz schauen, so wie ist der erste Eindruck. Hinter mir, ihr seht es schon, meine liebreizende Assistentin, das ist das Technik-Faultier. Der filmt hier mit der zweiten Kamera mit. Wenn das alles klappt, sollte das hier eigentlich alles ganz cool aussehen, ähnlich wie auf der IFA. Vielen Dank schon mal an das Faultier. Jetzt aber zu der Sache, um die es geht. Samsung Galaxy S9 und S9 Plus. Wurden erst neu vorgestellt, die neuen Flaggschiffe. Verpackung sieht allerdings, wie ich finde, exakt genauso aus wie beim S8 und S8 Plus. Wir haben hier wieder dieses Blau auf Schwarz, dieses metallische Blau. Einmal steht hier S9, einmal steht hier S9 Plus und vielleicht ganz interessant, an der Seite stehen dann die Farben. Wir haben hier einmal Midnight Black und wir haben hier Lilac Purple. Das ist die neue Farbe, das ist dieses Violett, finde ich, trifft es besser. Midnight Black unverändert. Das alles genauso wie auch schon letztes Jahr. Und dann gibt es noch eine dritte Farbe, Coral Blue für Deutschland. Das ist mein persönliches Highlight. Ich finde, das ist die schönste Farbe. Hier stehen dann die wichtigsten technischen Daten. Das werde ich aber eh alles im Laufe des Videos mit euch noch durchgehen. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir die beiden auf. Hier, also die werden eigentlich noch eingeschweißt. Das haben wir allerdings schon gelöst, weil wir die Dinger auf dem Sparme-Kanal schon kurz ausgepackt haben. Dann kann man das Ganze hier einfach aufschieben. Also wer ein S8 hatte, der wird jetzt so ein kleines Déjà-vu haben, weil es läuft wirklich exakt gleich. Ich lege das hier mal alles weg. Dann haben wir hier diese beiden Boxen. Da ist dann nochmal so ein Siegel, wo European SIM Card Only draufsteht. Heißt, die Dinger müssen erstmal mit einer europäischen SIM-Karte aktiviert werden. Und dann kann man die komplett problemlos nutzen. Jetzt muss ich mal schauen, weil das Faultier hat das ebenso, der hat die Dinger auch schon ausgepackt, ganz geschickt gemacht. So, das sieht gut aus. Haben wir die beiden nebeneinander. Einmal steht hier Galaxy S9, einmal steht hier Galaxy S9 Plus. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was denn hier so drinnen ist. Dafür klappe ich das Ganze jetzt erstmal auf. Und dann kommt nicht das Smartphone, sondern Papierzeug. Galaxy S9, SIM Eject Tool. Quick Start Guide und ich denke auch nochmal Sicherheits- und Garantieinfos. Ich sehe schon, ich glaube, das Faultier hat das Ganze hier schon mal kurz aufgemacht, dann kann ich das auch machen. Quick Start Guide, Kurzanleitung, How to Transfer Content, das ist auch ganz wichtig, wie man quasi die Daten kopieren kann. Womit man die Daten kopieren kann, zeige ich euch gleich noch. Jetzt holen wir hier, wenn ich das denn hinbekomme, erstmal das Galaxy S9 raus. Schauen wir, ob es hier genauso ist. Ist es. Ich zeige euch jetzt nicht, dass hier nochmal das gleiche drin ist. Wir holen auch das Plus-Modell raus und das ist dann schon die neue Farbe. Schick, dazu aber dann gleich noch mehr. Machen wir das Ganze hier auf und dann sehen wir hier, würde ich mal behaupten, exakt das gleiche. Fangen wir vielleicht mit dem Netzteil an, wieder schön in Schwarz-Hochglanz. Adaptive Fast Charging steht da drauf. Und wenn ich mal den Output anschaue, das sind wieder 5 Volt bei 2 Ampere. Also alles ganz genauso wie auch schon letztes Jahr beim Galaxy S8. Damit sollte der Akku wieder schön schnell aufgeladen werden, wenn auch nicht ganz so schnell wie bei der Konkurrenz. Dann haben wir hier zwei Adapter. Ich glaube, auch die waren letztes Jahr schon dabei. Einmal von USB-C auf Micro-USB und einmal von USB-C auf USB-A heißt das dann, glaube ich. Oder das ist quasi alles zum Transferieren eurer Daten. Oder dass man alte Kabel weiter benutzen kann. Aber das ist alles nichts Neues. Auch, dass das Zubehör schwarz ist, ist alles nichts Neues. Das war alles letztes Jahr schon so. Dann auch wieder in Schwarz ein USB auf USB-C Kabel. USB-C 3.1, auch das hatten wir letztes Jahr schon. Und dann für mich fast das Interessanteste im Lieferumfang, auch wenn das gleich ist, branded by AKG oder AKG Kopfhörer. Kopfhörer sind mit dabei, die waren letztes Jahr ziemlich gut, das sind In-Ears mit so einem Stoffkabel, das ist das Ganze nicht irgendwie verheddert, also das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Und dann haben wir hier noch Aufsätze für die Ohren, dass die Dinger auch wirklich in all eure Ohren reinpassen. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Ansonsten zeige ich euch jetzt nochmal, dass hier exakt das gleiche drin ist. Ihr seht es ja hier und ihr seht es auch hier. Also wirklich beim Lieferumfang, glaube ich, hat sich im Vergleich zum Galaxy S8 und S8 Plus exakt nichts verändert. Oder Technik-Faultier? Mhm. Ja, also das passt hier alles soweit. Das war's vom Lieferumfang. Jetzt schauen wir uns dann gleich nochmal ganz schnell die beiden genauer an. Und nach diesem kleinen Break kommen wir jetzt, wie gesagt, zum, finde ich, fast interessanteren Teil dieses Videos. Wir schauen uns die beiden Smartphones an, aber erstmal habe ich hier die Ehre, die Folien abzuziehen. Hat das Faultier wirklich nicht gemacht. Was für ein Ehrenmann. Wir fangen an. Einmal hier auf der Rückseite beim Galaxy S8 Plus. Ach, beim Galaxy S9, was erzähle ich. Einmal die beiden hier. Und das halte ich jetzt einfach mal hier schön ans Mikrofon, dass ihr was hören könnt. Selbst über den Favelas von Barcelona
Nein, wirklich, wunderschöne Stadt. Hat mir letztens einer geschrieben, Favelas. Was für Favelas? Ich mache mal auch noch mal hier schnell diese Sticker ab, weil das nervt mich persönlich immer extrem. Nummer 1. Und dann auch noch Nummer 2. Die sind jetzt auch ab und damit würde ich sagen, schauen wir uns kurz die beiden Smartphones etwas genauer an. Größentechnisch hat sich, finde ich, nichts verändert. Vielleicht ist das Plus-Modell irgendwie ein bisschen schwerer geworden. Ich meine aber ganz ehrlich, wirklich nicht. Also größentechnisch hat sich nicht viel verändert. 5,8 Zoll, 6,2 Zoll, Super AMOLED, 2960 x 1440, meine ich. Die Auflösung ist völlig gleich geblieben, 18,5 zu 9, also das gleiche Format. Oberhalb des Displays haben wir dann eine 8-Megapixel-Frontkamera mit einer Blende von f1.7. Die Gesichtserkennung soll jetzt irgendwie zusammen mit dem Fingerabdrucksensor funktionieren, aber dazu gleich noch mehr. Nur die Displayränder hier unterhalb des Displays sollen irgendwie noch mal einen Tick kleiner geworden sein. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe es jetzt noch nicht so wirklich gesehen, aber naja, so viel also zur Vorderseite. Natürlich wieder Edge-Displays, also hier gibt es nicht wirklich viel Neues. Neu ist allerdings, dass der Rahmen jetzt matt ist und nicht mehr in Hochglanzoptik. Und das sieht doch, finde ich, schon deutlich besser aus. Dann haben wir hier links lauter Leiserwippe und die Bixby-Taste. Die Bixby-Taste ist nach wie vor da. Mann, sind wir alle glücklich. Auf der rechten Seite dann der Power-Button, das gleiche Spiel. Wirken übrigens gut verarbeitet, die Tasten. Auf der Oberseite der Einschub und jetzt wird es ganz interessant. Für bis zu 2 Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD, mit der der 64 GB große Internetspeicher erweitert werden kann. Denn die beiden hier, die ich hier habe, die sind Dual-SIM-fähig. Es wird wohl auch noch eine Mono-SIM-Version geben, aber ich glaube, Dual-SIM ist eher the way to go. Müsst ihr aufpassen, was ihr euch bestellt. Mikrofon ist hier auch dabei. Auf der Unterseite vielleicht dann am interessantesten der USB-C-Port in der Mitte, USB-C 3.1, 3,5 mm Klinkenanschluss, also ist hier wirklich nach wie vor mit dabei. Mikrofon und der Lautsprecher. Der sieht schon anders aus, er soll aber vor allem auch deutlich besser klingen und vor allem es sind Stereo-Lautsprecher. Der zweite wurde nämlich in die Hörmuschel integriert, das Ganze branded bei AKG. Was ich so von Kollegen, die das schon testen konnten, gehört habe, soll das Ganze wirklich sehr, sehr gut klingen. Ich glaube das Ganze noch nicht, bis ich es selber so getestet habe, aber ich freue mich natürlich auf jeden Fall, dass Samsung hier da alles verbessert hat. Damit sind wir bei der Rückseite angelangt, ist wieder Glas, zu den Seiten hin leicht abgerundet, sieht ähnlich aus, wieder wie beim S8 und S8 Plus, Farben habe ich euch ja schon erklärt und dann fallen hier natürlich gleich die beiden Kameras auf. Das Plus-Modell, das ist einer der größten Unterschiede, hat noch eine zweite 12-Megapixel-Kamera. Beide haben eine variable Blende, die geht von f1.5 bis hoch zu f2.4, da bin ich extrem gespannt drauf, aber alleine f1.5, ich glaube die Lowlight Performance sollte sehr, sehr gut sein. Super Slow Motion Modus haben wir, natürlich ist wieder der Porträtmodus mit dabei. Man kann zoomen hier beim Plus Modell, also die Kamera lässt wirklich keine Wünsche offen. Wie gesagt, das mit der Slow Motion habe ich ja alles im Hands-on schon erklärt. Aber für mich wirklich die beste Neuerung, der Fingerabdrucksensor ist jetzt unterhalb der Kamera und nicht mehr daneben. Ich finde, man kommt deutlich besser ran. Ich finde immer noch, man hätte ihn etwas besser abheben können, dass man ihn besser erfüllen kann. Aber das muss ich alles die nächsten Tage erst noch testen. Ansonsten 3000 mAh starker Akku, 3500 mAh beim Plus-Modell. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Beide unterstützen nach wie vor Wireless-Charging und ich schalte die beiden jetzt hier zum ersten Mal ein. Auch den Moment hat mir das Technik-Faultier überlassen. Steht hier Secured by Knox. Wenn Sie hochfahren, noch kurz die restlichen technischen Daten. Plattform ist Android 8.0, allerdings mit der Experience UX 9.0. Prozessor hier in Deutschland, hier in Europa, der Exynos 9810. Octa-Core mit maximal 2,7 GHz. In den USA bekommen Sie den Snapdragon 845. 4 GB RAM beim kleinen S9 und 6 GB beim S9 Plus. Das ist auch ein großer Unterschied. Dieses Jahr allgemein mehr Unterschiede. Und bei den Preisen wisst ihr ja, 849 für das S9, 949 für das S9 Plus. Das sind 50 Euro mehr als letztes Jahr. Ob das wirklich gerechtfertigt ist, werden wir testen. Und ihr seht es, ich habe hier wirklich ein deutsches Modell, wo schon Deutsch quasi als Sprache voreingestellt ist. Mehr fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr ein zu sagen. Ich werde mich jetzt gleich an den Test machen. Es werden viele, viele Videos zu diesen beiden Smartphones folgen. Lasst mich bitte unbedingt unten in den Kommentaren wissen, was ihr sehen wollt. Das Technik-Faultier ist jetzt auch schon entlassen. Die zweite Kamera brauche ich hier nicht mehr. Lasst mich wissen, was ihr sehen wollt. Test wird folgen. Wollt ihr ein Benchmark-Video sehen? Wollt ihr so ein Einrichtungsvideo sehen? Wollt ihr irgendwelche Vergleiche sehen? Die wird es natürlich geben.
bin auf euer Feedback unten in den Kommentaren gespannt. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den beiden haltet. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Wie gesagt, meine etwas andere Location, aber ich fand es doch auch ganz cool. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Danke nochmal ans Technik-VT, der hier Kameramann gespielt hat. Und ich sage in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.